Nein, das war dein alter Mentor. Ich meine, der Großvater. Oh, du bist es. Sei vorsichtig. Wenn du rausgehst, der König starb. Einige Gerüchte besagen, dass der Regent ermordet wurde. Ich denke, die Suche nach einem Bräutigam wird nun abgeblasen. Ich habe ihm gerade irgendwie ein bisschen zu fröhlich gesprochen. Na egal. Ey, du aufwachen. Oh, der Hund ist süß. Ich mag den Hund. Hi. Ich kann absolut nichts mehr essen. Gut, wir lassen sie mal lieber pennen. Ich glaube, das ist doch die Kleine. So. Ne, mit euch habe ich jetzt keinen Bock zu reden. So, gucken wir mal, was hier so draußen so los ist. Was ist denn da? Versammlung? Sie wählen einen neuen Führer. Was ist der Unterschied zum König? Der Tod des Königs lässt Lorin aufblühen. Wo ist Prinzessin Melinda? Er geht dich nichts an. Es ist furchtbar. Der König ist tot. Keine Verordnungen und Steuern mehr. Aber das ist ja viel besser. Ach nee. Das merkst du jetzt erst. Bürgern. Ihr wisst, dass der König dieses Landes nicht mehr lebt. Ohne Führer haben wir das Recht auf uneingeschränkte Freiheit. Die Zeit ist reif, das Schicksal des Landes in die Hand zu nehmen. Ich erkläre meine Kandidatur als Vertreter des Volkes. Natürlich kann jeder hier für das Amt kandidieren. Noch jemand? Ich werde auch kandidieren! Oh Gott, ist das nicht der Typ aus der Bar? Ich bin nicht sehr beliebt. Aber ich liebe diese Stadt. Und ich kann helfen. Gut, Loris. Gib nun deine Absichten bekannt. Ich möchte eine Wahl abhalten, um dein Vorhaben zu legalisieren. Ich schlage eine kurze Pause vor, um die Wahl vorzubereiten. Schaut euch die Kandidaten genau an, bevor ihr eure Stimme abgibt. Okay. Dich will ich schon mal nicht. Die Zukunft ist sicher, solange es Menschen wie Loris gibt. Ich möchte die Steuern, die der König erhob, für die Stadt nutzen. Wirtschaftliche Freiheit bedeutet für alle Menschen ein gutes Leben. Das klingt nett. Dean traf in seiner Rede genau den richtigen Ton. Die Leute glücklich machen, indem man ihr Land verschönert. Genial. Dennoch stimmte ich Jean nicht zu. Wir sollten alles bürgerlich miteinander teilen. Ja klar, damit du die meiste Knete kriegst, oder was? Kann ich jetzt irgendwo abstimmen gehen? Ich bin für dich. Ist das dasselbe? Es ist seltsam, dass gerade Luis so etwas sagt. Ich werde Jean wählen. Tut, was ihr macht. Tut, was ihr könnt, meine ich. Oder wollt. Egal. Ich guck mal zum Schloss. Lass die Kleine da mal pennen. Upsala. Das war der falsche Weg. Wow! Gut, hier komme ich schon mal nicht rein. Gut. Kann ich jetzt einfach hier weitergehen? Jetzt, wo der König tot ist? Es gibt ja dann natürlich keinen Zoll mehr, oder? Ich kann weitergehen. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Und wir begeben uns in die nächste Stadt. Aloha. Aloha! Yay! Was für ein Name. Wollt ihr die Kleinen uns nicht eigentlich begleiten? Egal. Wir sind in ein Krankenhaus. Hi. Dr. Emilio forscht nach Mitteln gegen Infektionskrankheiten. Er verteilt es kostenlos an der Rezeption. Nett. So. Dr. Emilio ist ein guter Arzt. Er behandelt die Armen kostenlos. Den mag ich schon, Mann. Dr. Emiliums Freund wird vermisst. Sein Freund heißt Columbo.
Was? Sein Freund heißt Columbo. Dr. Emilio ist sehr besorgt. Columbo. Ja, gab's da nicht mal eine Serie? Guten Tag, Herr Doktor. Was ist los? Bist du krank? Du siehst doch kerngesund aus. Ich wollte ja nur reden. Geh ich ihm wieder. Hallo? Hallo? Wenn wir bessere Medizin hätten, könnten wir mehr Leben retten. Dr. Emilia ist darüber sehr verzweifelt. Tut mir leid. So. Hallo. Unser Kind leidet an Fieber. Dr. Emilia tut alles, was er kann. Es ist so heiß. Ich fühle mich schrecklich. Oh Mann. Die Kleine tut mir echt leid. Und ich glaube, ich habe ihr Mikro echt ein bisschen zu leise eingestellt. Die Königin von Spanien reagierte einst am Schloss Toronja. Sie drehte durch, nachdem ihre drei Söhne auf einem Schiff starben. Das ist schrecklich. Irgendwer kommt mir das bekannt vor. Guten Tag, Herr Handwerker. Hallo? Hallo! Ich stehe gerne solche Töpfe und andere Dinge her. Ich sollte einen schönen Kirchenschmuck entwerfen. Was? Vielleicht könnte ich ein wertvolles Mineral verwenden. Mach dort. Mach das, mach das, mach das. Guten Tag. Ich heiße Heinz. Sind wir denn nicht schon mal begegnet? Ich kann mich an irgendeinen Heinz erinnern. Ich beobachte die Entwicklung der Städte. Bis jetzt gibt es kaum Industrie. Auch hier muss man etwas unternehmen. Denn ohne die Industrie gibt es auf Dauer keinen Fortschritt. Die Wachstumsrate dieser Stadt beträgt im Moment 0%. Ah ja. Okay, mich wundert sowieso, dass... Naja, in diesem Zeitalter mit Industrie... Also über Industrie labern. Es gibt jede Menge Sardinien. Doch sie verderben leider so schnell. Es müsste einen Weg geben, sie länger haltbar zu machen. Schon mal an den Kühlschrank gedacht? Was ist das denn hier? Ist das eine Kirche? Cool, wer ist denn die Kirche? Ist ja wirklich eine Kirche. Cool. Meine Schwester liegt krank im Hospital. Ich bete jeden Tag dafür, dass es ihr besser geht. Gottes Güte ist grenzenlos. Er beschützt die Schwachen. Alle Menschen sind Gottes Kinder. In seinen Augen sind wir alle gleich. Lass uns beten. Amen. Okay. Also Leute, ihr habt gehört. Lasst uns beten. Junge, kennst du die Quatrus? Sie sind Nomaden und reisen herum. Sie tanzen, singen und handeln mit den Menschen, um Geld zu verdienen. Okay. Hallo? Hallo, Frau? Red mit mir? Hast du von Spanien gehört? Etwas unsagbar Böses ist dort über das Land gekommen. Meine Truhe. Okay. Ich glaube, wir müssen sowieso in Richtung Spanien aufbrechen. Im Schloss Toruna. Toronja, mein Gott. Was hat sich denn da gerade geöffnet? Okay. Im Schloss Toronja soll es 4 mysteriöse Bilder geben. Angeblich enthält es Juwelen anstatt der Augen. Das führte dazu, dass sich viele Diebe dafür interessierten. Aber keiner kam je zurück. Oh, wie süß, wie er gerade gezittert hat. Oder ist hier eine Katze? Warte, ich will nochmal zur Katze. Da, sehe ich eine Katze. Die mich ignoriert. Toll. So, mit dir hatte ich geredet. Erzählen durch nicht. Waren wir in dem Haus hier drin? Ach ja, doch, da war der Bäcker. Oder war der da drin? Egal. Hier ist nur ein Geschäft. Im Süden liegt der Hafen Alonas. Es gibt... Was? Es ist ein kleiner Hafen. Doch die Sardinienfischerei frontiert.
Jetzt bin ich auch mal durch den durchgerannt, okay. Alois Spezialität sind frische Sardinien. Cool. Hier haben wir ein Inn. Gut, wir gucken uns noch den Inn und das Geschäft an, was da noch so schönes gibt. Oh nee. Oh nee. Dich kenne ich doch. Das ist doch unser bester Freund, der Roy. Nicht wahr? Oh nö. Du kamst durch den Zoll? Das muss ganz schön schwierig gewesen sein. Ich hörte, der König von Loy wurde ermordet. Das kann zu Tumulten. Ach so. Ich sollte unseren müden Gast nicht überanstrengen. Es macht 10 Taler in Ordnung. Nein. Nö, nicht jetzt. Wie du mal... du willst nicht? Nö, ich nicht. Ich gucke mich jetzt mal ein bisschen um. Ah ja, das ist ein Speicherpunkt. Hallo, Frau. Du willst essen? Unsere Spezialität sind gegrillte Sardinien. Was meinst du? Willst du sie mal kosten? Nee. Ich mag keinen Fisch. Tut mir ja leid. Hallo, Mann. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Wo kommst du her? Was? Kanalisation? Da habe ich eine, eigene... Was? Da habe ich einige Geschichten gehört. Da war dieser Mann, der uns von seinen großen Träumen erzählte. Er hieß Columbo. Und er sagte, er suchte nach einem neuen Kontinent. Er ging nach Spanien, um seine Geschichte zu erzählen. Ach so! Ja, dieser Columbo. Es gibt ja noch einen anderen Columbo. Ich floh aus Spanien. Den ganzen Land. Es war der reinste Horror. Ein gleißendes Licht kam vom Schloss. Mir gelang gerade noch die Flucht. Aber meine Frau und mein Kind. Es tut mir leid. Hi, Roy. Wir sehen uns wieder? Was? Wir werden uns wiedersehen. Das weiß ich. Hast du die Prinzessin gesehen? Nach dem Tod des Königs verschwand sie aus Lorelei seltsam. Ich dachte, dass du vielleicht etwas wissen könntest. Nee, sehe ich so aus? Was ist? Du magst mich wohl nicht? Ach nee. Deine Gedanken verraten dich. Du bist noch immer ein Kind. Puh! Was denn, wenn der uns so patzig am Anfang kommt? Naja, egal. Was macht der denn da? Hat der gerade Dehnübungen gemacht? Was, wer nichts kauft, der fliegt? Oh, netter Mann. Ich gehe wieder. Ich habe sowieso kein Geld. Und die Zeit läuft uns auch schon wieder rum. Okay, dann gehen wir jetzt hier im Hafen. Insofern hier ein Speicher. Nee, wir gehen jetzt nochmal ins Hotel. Und bezahlen die 10 Taler. Damit wir dann hier auch Stopp machen können, wenn mal die Tür aufgeht. So, dann werde ich mich an dieser Stelle jetzt erstmal schon von euch verabschieden. Ja, das war's mit Let's Play Terranigma für heute, für diese Woche oder so. Egal, wir sehen uns dann halt das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Terranigma. Also gut, Leute, dann ciao!